ist immer, wir haben aus dieser Vergangenheit gelernt oder man sollte aus der Vergangenheit lernen. Das heißt, wenn man einen Fehler macht, ist es überhaupt keine Schande. Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe der Stradis Classics. Hier auf dieser Playlist seht ihr meine ganzen Videos aus der Vergangenheit. Und in der Vergangenheit habe ich sehr, sehr viele Videos und auch Audio, Newsletter und Podcasts gemacht. Bedeutet vom Jahre 2010 bis zum Jahre 2014 und ab 2015 gab es diesen nahtlosen Übergang zum Business Vlog. Und hier in dieser Playlist, da seht ihr alle meine alten Schmankerl drinnen. Deswegen YouTube-Kanal abonnieren, damit ihr auch keine Stradi Classics Ausgabe verpasst. Welches Video schauen wir uns jetzt hier in diesem Video an? Und zwar war das ein Podcast vom 6. September 2010 und da hören wir jetzt da gemeinsam rein. Und wichtig ist immer, diese Videos, diese Podcasts und alles, was ich in der Vergangenheit gemacht habe, habe ich seit mindestens 4 Jahren und in dem Fall ist das seit 8 Jahren nicht mehr angehört oder angesehen. Also schauen wir rein. Hallo und herzlich willkommen hier zum Mr. Do It Podcast auf der Website mrdoit.at und auch auf der Facebook-Fanseite. Heiße euch wieder recht herzlich willkommen und freue mich, dass ihr wieder reingeklickt habt. Heute geht es ein bisschen mehr um das Thema der Blick nach vorne. Und was meine ich mit dem Blick nach vorne? Es geht darum, dass ein jeder Mensch von uns ein Individuum ist und jeder eine Vergangenheit hat. Und wichtig ist immer, wir haben aus dieser Vergangenheit gelernt oder man sollte aus der Vergangenheit lernen. Das heißt, wenn man einen Fehler macht, ist es überhaupt keine Schande. Wichtig ist nur, dass wenn man Fehler gemacht hat, man aus diesen Fehlern lernt. Und deswegen habe ich auch ein gutes Zitat vor einigen Wochen gefunden, das ich auch auf einer Grußkarte gesehen habe und das habe ich dann gleich gekauft. Und zwar steht da oben, aus dem Buch deines Lebens kannst du keine Seiten heraustrennen, aber immer wieder ein neues Kapitel beginnen. Das heißt, jeder Tag, den man erlebt, ist wieder komplett eigen und man kann diesen Tag komplett von neuem beginnen. Und deswegen ist es auch wichtig, wenn man negative Dinge erlebt, dass man daraus immer das Beste nimmt. Wenn ich zurückblicke, vor 3,5 Jahren, als bei mir dieser private Crash gewesen ist, also mit Beziehung am Ende, Job weg, Wohnung weg und das Ganze, das habe ich nicht verstanden. Also wieso passiert mir das Ganze? Nur jetzt im Nachhinein gesehen, weiß ich wieso. Wenn mir einer damals gesagt hätte, Thomas, mach dir keine Sorgen, du wirst wieder mal eine Frau finden, du wirst einen tollen Job haben, du wirst in der Geschichte, in der Weltgeschichte herumreisen, du wirst Seminare machen, dann hätte ich gesagt, du spinnst. Ja, das geht doch nicht. Aber ich habe daraus wirklich gelernt, dass man im Buch des Lebens wirklich schreiben kann. Das heißt, verfasst wirklich euer Buch des Lebens. Nehmt einfach ein Zettel her, ein Buch her, ein leeres, ein College-Blog und beginnt darin zu schreiben. Stellt euch euer Leben in 3 Jahren, in 5 Jahren, in 10 Jahren vor. Und ihr werdet jetzt merken am Anfang, das ist wirklich, wirklich schwierig. Und ich habe das Ganze gemacht, vor ein paar Monaten schon begonnen und seitdem habe ich mein Buch des Lebens immer dabei. Und da habe ich wirklich reingeschrieben, wie stelle ich mir mein Leben in 5 Jahren vor? Was will ich bis dahin alles erreicht haben? Das heißt, es geht dann nicht nur darum, dass man seine Ziele niederschreibt, sondern dass man sich mit seinen Gedanken beschäftigt. Denn wichtig ist, Gedanken werden wahr. Und welche Gedanken lässt du neuen zu? Das heißt, sind es positive oder sind es negative Gedanken? Das heißt, beschäftigt euch jeden Tag mit euren Zielen. Beschäftigt euch jeden Tag mit eurem Buch des Lebens und schreibt darin und so verändert ihr auch eure, wie es dazu kommt, ja, wie man das Ganze lernen kann, das erfährt ihr auch bei meinem Do It For You Seminar am 9. und 10. Oktober im Hotel Paradies in Graz. Meine Empfehlung, meldet euch für dieses Seminar an und bekommt auch noch weitere Werkzeuge dafür. Bis dahin wünsche ich euch viel, viel Erfolg, euer Thomas. Das Video ist ja am 6.9. online gegangen und wahrscheinlich ein paar Tage vorher aufgezeichnet worden. Was ich da so interessant finde, was mir gerade eingefallen ist, das war jetzt da kurz vor unserer ersten Hochzeitstagsreise. Wir sind ja dann später nach Paris geflogen, Nadine und ich, haben dann im Disneyland unseren Hochzeitstag gefeiert und da haben wir den
Upgrade oder das Upgrade auf die Suite bekommen. Also wer sich erinnern kann, der mir schon länger folgt, der weiß ja, wir haben einmal Disneyland ein Upgrade bekommen in die Suite hinein, völlig unerwartet, und das war wirklich ein paar Tage bevor das Ganze passiert ist. Und witzigerweise rede ich bei diesem Blick nach vorne, Buch des Lebens schreiben, rede ich genau über das Erfolgsbuch, welches ich schon wieder in einigen Videos erzählt habe. Ja? Also wirklich interessant, und das ein paar Tage vorher. Ja? Aber toller Content, ja. Wichtig ist auch hier wieder Erfolgstagebuch schreiben. Schreib das Drehbuch deines Lebens und dann passieren auch gewisse Dinge automatisch. Das war es jetzt dafür, dieses Video der Stradis Classics, in dem Fall vom 6. September 2010. Und beim nächsten Video sehen wir uns dann gleich wieder. Also dranbleiben!